In den Hochgebirgen machen Turbulenzen das Fliegen gefährlich. Mit dem Segelflugzeug erkunden unerschrockene Piloten dieses Windphänomen. Das Ziel ihrer riskanten Mission: Sie wollen die Luftfahrt sicherer machen. Hier in den Alpen gibt es außergewöhnliche Winde, die viele Segelflieger gleichzeitig ersehnen und fürchten. Es sind starke Wellen aus Wind. Auf ihnen surfen die Flieger wie auf einer riesigen Pazifikwelle. Die Wellen bilden sich hinter dem Berg, in seinem Abwind, dem Lee. Darum heißen sie Lee-Wellen. Gleich nach der Landung wird der 500.000 Euro teure Flieger für die Reise nach Argentinien auseinandergenommen und verpackt. Dort will Klaus Ohlmann einen neuen Höhenrekord segeln und gleichzeitig die wenig erforschten Lee-Wellen genauer erkunden. Er gehört einem Netzwerk von Forschern an, die sich weltweit der Erkundung dieses Phänomens verschrieben haben. Es trägt den Namen Mountain Wave Project. Bodennahe Turbulenzen drückten dieses Kleinflugzeug in den Alpen zu Boden. 4 Schwerverletzte. Dieser Jet bekam bei der Landung in Toronto turbulenten Seitenwind, verfehlte die Piste und fing Feuer. Dieser Maschine riss in einer Turbulenz über den Rocky Mountains ein Stück Tragflügel samt Triebwerk ab. Die Lee-Wellen und ihre Turbulenzen sind auch deshalb so riskant für die Luftfahrt, weil niemand weiß, wo genau und bei welchem Wetter sie sich bilden. Darüber wollen die Forscher des Mountain Wave Projects in den Anden mehr erfahren. In 2000 Metern Höhe beginnt der Segelflug. Es geht nicht so weit, das ist ja ein Kuss. Die Männer nähern sich der Todeszone. Die Außentemperatur beträgt jetzt minus 26 Grad. In 6 Kilometern Höhe wird das Atmen schwer, trotz Sauerstoffmaske. Der Tupungato, 6.650 Meter hoch, ein erloschener Vulkan. Sie segeln in einer sehr hohen Welle. Höhenalarm. Kurz danach versagt der Höhenmesser, gibt nur noch absurde Signale. Den defekten Höhenmesser nimmt sich Rudi Geismeier vor. Jörg Hacker kopiert die Messdaten und erfährt so die Flughöhe. Eine Riesenüberraschung. Da fehlen uns dann nur noch 1000 Meter. 12.508 Meter waren wir hoch. Wie genau ist das? Sehr genau. Auf einen Meter ungefähr genau. Boah! Es wird trocken und sehr windig. Es ist das Wetter, auf das René Heise und Klaus Ohlmann gewartet haben. Heute wollen sie den deutschen Höhenrekord im Segelflug brechen. Eine mächtige Lee-Welle soll sie über 13 Kilometer hoch in die Atmosphäre tragen. Für ihren Rekordversuch steuern sie den höchsten Gipfel Amerikas an, den Aconcagua, fast 7000 Meter. Seine Lee-Welle soll sie weit nach oben tragen. Das ist ein gewaltig hoher Berg, das ist in 5000 Meter Höhe. Und es kann uns unter Umständen schnell runterspülen. Im Augenblick geht es mit 4 Meter pro Sekunde runter.
naja, schauen wir mal. Plötzlich fallen sie mehr als 100 Meter in die Tiefe. Dieser Hang da vorne, der müsste gehen wie Sau, ne? Der ging vorhin, ne? Und dann wieder nicht. Nee, dann fliegen wir wieder runter. Nach knapp 5 Stunden Landung auf dem Fliegerhorst. Es war zu spät. Die Front, die jetzt vom Südwesten herankam, hat die Strukturen durcheinander gebracht. Ein Weltrekord, 10 Versuche. So einfach ist das. Steve Fossett, hat 4 Jahre lang probiert. Und der deutsche Rekord von Joachim Küttner ist fast so alt wie ich. 1955. Michelin-Männchen. Auch ohne Rekord, die Expedition hat einen wissenschaftlichen Schatz gehoben. Zum ersten Mal wurde eine Lehwelle in den Anden komplett vermessen, samt Turbulenz. Jörg Hacker schickt die aufbereiteten Daten an seine Kollegen in aller Welt. Verformung des Fliegers, Struktur der Windmuster, Windrichtung und Stärke, dazu Luftdruck und Feuchtigkeit. Damit werden Vorhersagemodelle für Lehwellen präzisiert. Anhand des Flugschreibers lässt sich jeder Flug der letzten Tage rekonstruieren. Alle gefundenen Lehwellen und Rotoren werden an ein Register gemeldet. So können die Airlines künftig diese gefährlichen Gebiete meiden. Es ist eine weit verbreitete Ansicht heute, dass man sehr viele Sachen einfach per Computer lösen kann. Das geht aber nicht. Irgendwo muss man sich wieder in die reale Welt begeben und muss das dann tatsächlich messen. Das gilt nicht nur für Turbulenz, das ist in der ganzen Meteorologie, so in den anderen Wissenschaften genauso. Es ist extrem wichtig, tatsächlich Messungen im Feld zu machen und zu gucken, wie die Natur wirklich arbeitet. Dann kann man wieder ins Büro gehen und kann auf dem Rechner versuchen, das alles nachzuvollziehen. Aber ohne den Link back in die Natur kann man das eigentlich wirklich vergessen. So werden sie weiter fliegen und forschen, auf der Jagd nach Turbulenzen und Rekorden, um das Phänomen der Lehwellen immer besser zu verstehen.